Mit diesen 5 Tipps geht es sich nicht auf die Schnauze beim Kauf von Mokasi-Auto. Tipp 1. Bei sehr günstigen Angeboten sind besonders kritisch. Heutzutage schenkt euch niemand so etwas. Da hat es 100 Pro irgendwo einen Haken. Tipp 2. Lasst euch nie nur auf Bilder, die ihr online seht. Geht das Auto vor Ort anschauen. Ihr müsst das Auto spüren, fühlen, schmecken, weil ganz vieles fällt euch erst dann auf. Tipp 3. Am besten könnt ihr das Auto nie alleine anschauen. Nehmt einen Kollegen mit, dann kannst du schon mit dem Verkäufer ein bisschen quatschen und der Kollege kann in der Zwischenzeit ein das Auto abchecken. Aber am besten irgendein Kollege, der ein Ahnung von Autos hat. Tipp 4. Checkt immer die Autohistorie. Jedes Auto hat eine Vergangenheit. Ihr wisst nicht, wer es gefahren ist, wie es gefahren worden ist oder was sonst noch damit gemacht worden ist. Tipp 5. Macht auf jeden Fall eine Probefahrt mit dem Auto. Stellt das Radio ab, damit ihr den Motor hört. Macht mal eine Vollbremse, um zu schauen, ob alles gerade bremst. Checkt alle Geräusche, einfach um zu schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist, auch beim Fahren.